Ich habe eine Bitte. Ich möchte jemanden sprechen. Sherlock Holmes. Sie und ich, wir treten gemeinsam eine Reise an, die das Gefüge der Natur verändern wird. Gestatten Sie mir, Sie aufzuklären. Morgen wird die Ihnen bekannte Welt nicht mehr sein. Nun, dann sollten wir wohl keine Zeit vergeuden, oder? Es stellt für mich einen beträchtlichen Unterschied dar, wenn jemand an meiner Seite ist, dem ich voll vertrauen kann. Stets eine Freude, Sie zu sehen, Watson. Lord Blackwood. Der Zeuge sagt, dass Lord Blackwood von den Toten auferstanden sei. Dass er eine Macht erschaffen wird, die den Lauf der Welt verändert. Er ist ebenso brillant wie du, aber um ein Vielfaches hinterhältiger. Das werden wir noch sehen. Alle Achtung! Nun, ich habe lediglich deine Methoden studiert. Sollten mich die Behörden auffordern, dich zur Strecke zu bringen. Lassen Sie den Fall auf sich beruhen. Negativ. Sparen Sie Ihre Munition. Wie war das mit Munition sparen? Erster Angriffspunkt, rechtes Ohr. Zweiter, die Kehle. Dritter, gebrochene Rippen. Zusammengefasst, neutralisiert. Sonst haben Sie sich nie über meine Methoden beschwert. Ich beschwere mich nie. Habe ich mich je über Ihr Geigenspiel um 3 Uhr früh beschwert? Über Ihre mangelnde Körperhygiene oder über Ihr Experiment mit meinem Hund? Er hat den Hund umgebracht. Schon wieder. Ich wollte die Welt verändern, aber es reicht, die Ihre zu zerstören. Versuchen Sie es doch! Nehmen Sie das aus meinem Gesicht. Es ist nicht in Ihrem Gesicht, sondern in meiner Hand. Wie auch immer, weg damit. Oh, so turteln Sie nun schon seit Stunden. Halt! Haben wir Schwierigkeiten? Watson, Sie verfügen über die große Gabe des Schweigens. Das macht Sie zu einem unschätzbaren Gefährten.